Herzlich willkommen bei Israel heute TV. In unserem Magazin aus dem Heiligen Land haben wir heute ein besonders buntes Themenspektrum. Israel hat viele Facetten und das spiegelt sich in unserer Sendung wider. Hier der Themenüberblick. Traumurlaub für Hunde mit Swimmingpool und Vierbeinerfernsehen. Sorge um Kinder in Not. Eine Organisation bietet kompetente Hilfe an. Die Ultraorthodoxen und die Welt. Ein Interview mit dem Abgeordneten Rabbi Liebman. Ludwig Schneiders biblischer Kommentar, das Goldene Tor. Wir beginnen jedoch wie gewohnt mit einem Blick auf die Schlagzeilen der vergangenen Woche. Die Machtübernahme des Militärs in Ägypten sieht man in Israel zwar überwiegend positiv, doch viele befürchten, dass die Sicherheitslage in der Region nach dem Sturz Mursis noch problematischer wird. Auf der Sinai-Halbinsel nahe der Grenze zu Israel haben Unbekannte einen Militärposten angegriffen. Mindestens ein ägyptischer Soldat kam dabei ums Leben. Zuvor hatte es bereits zwei heftige Explosionen in der israelischen Hafenstadt Eilat gegeben. Die Militärpräsenz entlang der israelisch-ägyptischen Grenze wurde auf beiden Seiten verstärkt. In Israel werden voraussichtlich bald auch ultraorthodoxe Juden Dienst an der Waffe leisten müssen. Das Kabinett billigte einstimmig einen entsprechenden Gesetzentwurf. Er sieht vor, dass pro Jahr nur noch 1.800 Studenten der jüdischen Religionsschulen von der Wehrpflicht ausgenommen werden. Alle anderen sollen von 2017 an in der Armee dienen. Ultraorthodoxe Rabbiner kündigten entschieden Widerstand gegen die Neuregelung an. An der Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt ist es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Die Reformjüdinnen der Frauen der Mauerbewegung trugen beim Beten Gebetsriemen, Gebetsschals und lasen laut aus der Tora. Gemäß der jüdischen Tradition ist das den Männern vorbehalten. Tausende orthodox-jüdische Männer und Frauen wollten sie daran hindern, beschimpften sie und bewarfen die Beterinnen mit Unrat. Die Reformjüdinnen setzen sich dafür ein, dass sie am heiligsten Ort des Judentums genauso beten dürfen wie Männer. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will über einen möglichen Friedensvertrag mit den Palästinensern künftig ein Referendum abhalten. Sollte es eine Lösung geben, müsse sie vom Volk gebilligt werden, erklärte Netanyahu. Er bekräftigte seine Bereitschaft zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen. In Umfragen ist die Mehrheit der Israelis für neue Friedensverhandlungen. Der jüdische Tempel auf dem Jerusalemer Tempelberg soll wieder errichtet werden. Diese Ansicht vertritt Israels Wohnungsbauminister Uri Ariel. Es gebe im Heiligen Land zwar viele Synagogen, aber ein echter Tempel auf dem namensgebenden Berg sei von großer Bedeutung für das jüdische Volk. Der zweite Jerusalemer Tempel wurde im Jahr 70 nach Christus zerstört. Es gibt regelmäßig Streit um die Zugangsrechte zu dem Tempelberg. Juden dürfen dort nicht beten, da die Muslime im dortigen Bereich das Sagen haben. Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen eine gesegnete Woche. Shalom. Israel ist ein Land für traumhaft schöne Urlaube. Aber auch die Israelis selbst sind gerne und viel unterwegs. Doch wer versorgt in dieser Zeit den Vierbeiner? Für ihn gibt es nun Cluburlaub. Das hört sich dort erst einmal seltsam an, oder? Doch Israel hat uns schon mit so manchen Innovationen überrascht. In Mizpe Jericho, inmitten der judäischen Wüste und nur 15 Autominuten von Jerusalem entfernt, liegt Kelefland, ein Urlaubsparadies eigens für unsere vierbeinigen Freunde. Da könnte so mancher Zweibeiner neidisch werden. Idyllische Spaziergänge durch die Wüste, danach ein kühles Bad im Pool und Service rund um die Uhr. Kelefland bietet alles, was das Hundeherz begehrt. Alles begann schlicht mit einer Hundezucht und dem damit verbundenen stetig wachsenden Platzbedarf. Schließlich war die Idee für ein Hundehotel geboren. Es war uns wichtig, nicht einfach nur eine Verwahrstation für Hunde zu bauen. Wir wollten einen Club Med für Hunde, etwas wie ein Sommercamp, wo man seine Kinder hinschickt, wo der Hund sich entfalten kann. Deshalb haben wir auch einen Trainer eingestellt
und einen Bewegungsparcours errichtet. Wir haben Hundefernsehen in jedem Zimmer. Wir wollten eine Umgebung für den Hund schaffen, die ihn bereichert. Wir starten von da, um ein Umgebung für Hunde zu schaffen, die ihn bereichert. Wir nehmen hier auch alte Hunde und Hunde mit Handicap auf. Wir haben mittlerweile viel Erfahrung, was die verschiedenen Züchtungen, Altersgruppen oder das Geschlecht angeht und wie wir ihr Leben individuell bereichern können. Die Philosophie von Califlern beinhaltet zudem einen geregelten Tagesablauf. Frühmorgens starten die vierbeinigen Gäste mit ihrem Trainer zu einer ausgiebigen Wanderung durch die umliegende judäische Wüste. Und das nicht ohne Grund. Wenn wir zurückkommen, sind die Hunde ruhig und konzentriert genug für das eigentliche Training. Wir übertreiben es hier nicht mit dem Gehorsamkeitstraining. Was wir machen, sind die üblichen Befehle wie Sitz, steh auf oder komm. Wenn viele andere Hunde dabei sind, ist es für die Entwicklung und die Sozialisation des Einzelnen sehr wichtig, ein solches Training durchzuführen. Es ist eine Herausforderung für den Hund und das ist unser Ziel. Es geht nicht so sehr darum, was der Hund alles kann, sondern dass er es unter bestimmten Umständen kann und wie er mit Ablenkungen umgeht. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist das Mobilitätstraining. Hier kommt die Psyche des Vierbeiners ins Spiel. Das fordert die Hunde heraus. Es macht sie selbstbewusst und hilft ihnen, Probleme zu bewältigen. Viele Hunde, die hierher kommen, haben Höhenangst. Wenn man es schafft, die Hunde ohne Leine über ein solches Hindernis laufen zu lassen, dann stärkt das den Hund und sie fühlen sich gut und glücklich. Es stärkt ihr Selbstbewusstsein. Das wollen wir mit dem Mobilitätstraining erreichen. And that's a real goal that we have, and that's why, you know, we see the value in agility training. Califlern bietet zudem ein Schwimmtraining der besonderen Art. Es ist die einzige Einrichtung im Mittleren Osten, wo Hunde eine spezielle Wasserrettungsausbildung absolvieren können. Allerdings ist dafür nicht jeder Vierbeiner geeignet. Einfach nur ein kühles Bad hat auch seine Reize. Viele Menschen wissen gar nicht, wie wichtig das Schwimmen für einen Hund ist. Auch wenn die Hunde es erst einmal nicht mögen, kommen sie bei uns in den Pool, weil wir wissen, dass es das Beste für den Hund ist. Das fällt auch in die Kategorie, dem Tier zu helfen, seine Ängste zu bewältigen. Erst ist es ungewohnt, ins tiefe Wasser zu springen. Aber wenn sie es geschafft haben, fühlen sie sich großartig. Nach einem anstrengenden und spannenden Tag dürfen sich die Vierbeiner mit dem eigens für sie entwickelten Fernsehprogramm noch etwas entspannen. In jedem Hundezimmer ist zudem eine Webcam angebracht, die es den besorgten Herrchen ermöglicht, auch über weite Entfernungen hinweg ihrem Liebling ganz nahe zu sein. Israel als Hundeparadies. Unglaublich, aber wahr. Aber nicht alles im Heiligen Land ist paradiesisch. Das zeigt unser nächster Beitrag. Hat ein Erwachsener ein rechtliches Problem, besorgt er sich einen Anwalt. In der Regel sind Erwachsene in Auseinandersetzungen fähig, für sich selbst zu sprechen. Bei Kindern ist das anders. Egal in welchem Land, wenn Kinder unterdrückt oder ausgenutzt werden, bekommen die Behörden das nur selten mit. In Israel hat sich eine Organisation dieser Problematik angenommen. Jedes Kind in Israel kennt die Organisation National Council for the Child. Fernsehwerbung und eine große Internetpräsenz sind eine Stärke der gemeinnützigen Gesellschaft. Doch auch eine mobile Einheit, die Dritt- und Viertklässler über ihre Rechte aufklärt, macht die Arbeit im ganzen Land bekannt. Die Ombudsmänner und Frauen in den Büros sorgen dafür, dass jedes Kind, das sich bei ihnen meldet, angemessene Hilfe erfährt. Dabei ist es ganz egal, um welches Problem es sich handelt. Im Fokus steht das Wohl jedes einzelnen Kindes. Wir sind hier, um Kinder zu schützen, ihre Rechte zu erhalten. Um das Bewusstsein dafür zu stärken, dass ein Kind, auch wenn es klein ist, ein menschliches Wesen ist. Und dass es auch als solches zu behandeln ist, mit all seinen Rechten.
egal ob es um Bildung, Sozialhilfe oder anderes wie Gesundheit oder Kommunikation geht. Wir werden da sein, um das Kind zu beschützen. Bis zu 10.000 Anrufe von verängstigten und verzweifelten Kindern gehen jährlich bei der Organisation ein. Die Probleme reichen von Hänseleien in der Schule bis hin zu Missbrauch. Gerade Kinder sind auf die Hilfe von vertrauenswürdigen Erwachsenen angewiesen, da sie sich selbst meist nur schlecht wehren können. Wir nehmen ihre Probleme sehr ernst. Wir kontaktieren Sozialarbeiter, die in der Nachbarschaft des Kindes wohnen. Wir sorgen dafür, dass es eine Schlichtung gibt. Wir schlichten nicht selbst, aber das Wichtigste an unserem Job ist, dass wir sicherstellen, dass die Schlichtung stattfindet. Denn die Arbeitsbelastung in Israel ist oft so schwer, dass Kinder häufig nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Um sicherzugehen, dass wirklich jedes Kind angemessen betreut wird, gibt es Mitarbeiter in der Organisation, die sich besonders um die arabischen, russischen und äthiopischen Gruppen kümmern. Auch rechtlichen Beistand bekommen Kinder und ihre Familien, wenn es nötig wird. Zunehmend für Besorgnis unter den Mitarbeitern sorgt die steigende Zahl an Eltern, die ihre Babys durchschütteln. Junge Eltern verlieren die Beherrschung, vor allem nach einigen Nächten ohne Schlaf. Und wenn das Kind kontinuierlich weint, nehmen sie es und sagen, wein nicht, genug, genug. Und gleichzeitig bewegt sich der Kopf des Babys schnell vor und zurück. Das kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Wir wollen den Eltern verständlich machen, dass diese Reaktion in keinster Weise akzeptabel ist. Die individuelle Behandlung der Probleme steht im Vordergrund der Organisation. Aber sie engagiert sich auch stark im politischen Sektor. Etliche Gesetze zum Schutz der jungen israelischen Einwohner gehen mit auf das Konto des National Council for the Child. Die Arbeit der Ombudsmänner und Frauen ist und bleibt unverzichtbar. Wir kommen zu einem Thema, das derzeit die Israelis stark beschäftigt. Welche Rolle spielen die Ultraorthodoxen in der modernen Gesellschaft? Die in Schwarz und Weiß gekleideten Frommen beschäftigen sich fast ausschließlich mit Bibelstudium und geistlichen Texten, verweigern mehrheitlich den Wehrdienst und lehnen häufig auch den Staat Israel ab. Nun sitzt neuerdings ein orthodoxer Rabbiner im israelischen Parlament, ausgerechnet für die als orthodoxen feindlich geltende Zukunftspartei. Wir haben mit Rabbi Dov Lipman gesprochen. Der in den USA geborene Knesset-Abgeordnete Dov Lipman wurde, wie die meisten seiner Parteikollegen, davon überrascht, es wirklich ins Parlament geschafft zu haben. Der vierfache Familienvater ist seit 1980 der erste in Amerika geborene Knesset-Abgeordnete. Als orthodoxer Rabbiner einer säkularen Partei anzugehören, ist für Lipman kein Widerspruch, sondern eher ein Gewinn. I'm very proud. Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil dieser Partei zu sein, die nicht gerade orthodox ist, sondern in der alle Schichten vertreten sind. Hier sind Menschen, die sagen, wir sitzen zusammen und wir werden einen Weg finden, gemeinsam vorwärts zu gehen. Das ist schwierig, das ist herausfordernd. Aber ich bin sehr glücklich darüber, denn deswegen bin ich Politiker. Wir müssen uns vereinigen. Das ist die einzige Möglichkeit, um dieses Land zum Erfolg zu führen. Für einige Ultraorthodoxe gilt Lipman als Abtrünniger. Die kulturellen Spannungen und religiösen Gegensätze sind allerdings nicht nur im Parlament zu spüren, sondern im ganzen Land. Einige Medien sprechen sogar von einem Kampf der Kulturen. Etwa 10% der 8 Millionen Einwohner Israels gelten als ultraorthodox. Ihre Konflikte mit den weltlich orientierten Israelis nehmen zu. Die Ultraorthodoxen wollen immer mehr religiöse Vorschriften in den Alltag integrieren. Säkulare Israelis beschimpfen sie als moderne Pharisäer. Sie befürchten, dass religiöse Vorschriften im öffentlichen Leben überhand nehmen und verteidigen deswegen ihren liberalen Lebensstil. Im Wahlkampf habe ich junge, säkulare Israelis sagen hören, ich hasse das Judentum und ich hasse es, dass ich es hasse. Das hat mich tief berührt. Sie wollen stolz sein, in einem jüdischen Staat zu leben. Aber wir Religiösen haben die Mechanismen des Staates dazu genutzt, unsere Ansichten anderen aufzuzwingen.
Ich bin hundertprozentig von meinem orthodoxen Lebensstil überzeugt. Aber ich kann anderen diesen Lebensstil nicht aufzwingen. Dazu habe ich kein Recht. Die Zukunftspartei verstehe sich jedoch nicht als anti-orthodox, sondern vertrete in der Knesset die Position, dass es an der Zeit ist, zusammenzuarbeiten. Das hätten die Wähler so gewollt. Ich glaube, dass die orthodoxe Gemeinschaft in Israel extremer geworden ist. Das liegt zum großen Teil an einer selbst auferlegten Isolation. Wenn man es ablehnt, in der Armee zu dienen oder weltliche Unterrichtsfächer in der Schule zu haben, dann schneidet man sich von allen anderen ab. Und das führt zu Extremismus. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist zu sagen, sie werden Teil der Armee sein, einen Teil des Arbeitsmarktes ausmachen und sie werden weltliche Schulfächer einführen. Wenn man schaut, wie es in Amerika läuft, ich habe dort eine ultraorthodoxe Bibelschule besucht, also eine ultraorthodoxe Hochschule, und ich ging zur selben Zeit zur Uni. Und das machten fast alle so. Das Ergebnis war, dass jeder moderner war. Du hast dort nicht so einen Extremismus wie hier gehabt. Mit seiner Frau habe Lipman früher oft manche Zustände in Israel beklagt. Nun habe er die Chance, zu Veränderungen beizutragen. Und dieser Verantwortung sei er sich durchaus bewusst. Er will dazu beitragen, dass die Israelis wieder die Werte sehen, für die das Land steht, und die seien ganz klar jüdisch. Die Mauer um die Jerusalemer Altstadt ist mehr als 4 Kilometer lang. Sie enthält 34 Wachtürme und 8 prachtvolle Tore. Das Goldene Tor befindet sich im östlichen Teil der Stadtmauer, südlich des Löwentors. Es ist das einzige Tor in der Stadtmauer, das direkt auf den Tempelberg führt. Warum dieses Tor ein ganz besonderes ist, erklärt uns nun Ludwig Schneider in seinem biblischen Kommentar. Shalom, ich gehe mit Ihnen jetzt zum goldenen Tor von Jerusalem. Ihr Lieben, es ist echt ein Erlebnis, wenn man morgens früh auf dem Ölberg steht und die Sonne frisch über die Stadt Jerusalem scheint. Dann strahlt einem majestätisch das goldene Tor entgegen. Zwischen unserem Aussichtspunkt und dem goldenen Tor liegt das Kidrontal mit dem Garten Gethsemane und der Tränenkapelle, wo Jesus über Jerusalem weinte. Und gleich daneben liegt das Feld der toten Gebeine. Hier liegen Juden aus biblischer Zeit begraben, die laut Hesekiel Kapitel 37 einmal alle auferstehen werden. Und doch ist es noch nicht so weit. Noch ist das goldene Tor zugemauert. Die Offenbarung des Johannes spricht in Kapitel 21, dass die heilige Stadt Jerusalem einmal 12 Tore haben wird. Aber noch kann man erst nur durch 7 Tore in Zion einziehen. Denn das 8. Tor, das goldene Tor, ist noch verschlossen. Zu biblischer Zeit hatte das goldene Tor 2 Flügeltüren. Dann im 15. Jahrhundert ließ Sultan Suleiman der Prächtige das goldene Tor so zumauern, so wie es auch heute noch ist. Er wollte damit verhindern, dass der von Juden und Christen erwartete Messias wieder durch dieses Tor in Jerusalem einziehen wird. Ich hatte das Vorrecht, gleich nach dem Sechstagekrieg 1967, als die Moslems auf dem Tempelberg noch kleinlaut waren, mich im Innern des goldenen Tors umzuschauen. In dem 25 Meter langen und 17 Meter breiten Torgebäude lagen noch die schweren, alten, hölzernen Flügeltore. Das dreifache Kuppelgewölbe des goldenen Tores ist in 2 Schiffe geteilt und wird von 6 Säulen getragen, die 8,30 Meter hoch sind und aus einem Stück Stein gemeißelt wurden. Weil die Ostseite des goldenen Tores zugemauert ist, kann man nur durch die offene Westseite ins Torgebäude.
Und daher sagte Israels berühmter Feldherr Moshe Dayan, der mit dem einen Auge, als er das hölzerne Tor der Westseite öffnete, Zitat, diese Seite kann ich öffnen, die zugemauerte Seite aber kann nur der Messias auftun, möge er in unseren Tagen kommen. Die Juden nennen das goldene Tor Sha'ar HaRachamim, das heißt übersetzt Tor der Barmherzigkeit. Zu biblischer Zeit hieß es Tor zur Stadt Susa. Susa in Persien war der Ort, wo der Prophet Daniel lebte, weissagte und auch begraben ist. Vom Allerheiligsten des Tempels aus führte zu biblischer Zeit lineal gerade durch das goldene Tor über das Kidrontal eine Holzbrücke, über die der hohe Priester einmal im Jahr zur Spitze des Ölbergs zog, um dort die rote Kuh zu opfern, deren Asche am Versöhnungstag Yom Kippur zusammen mit dem Blut des Lammes zur Entsündigung des Volkes diente. Und durch dieses Tor zog auch Jesus mit einem Esel reitend in Jerusalem ein, um für die Sünden der Welt geopfert zu werden. Um danach vom Ölberg aus gen Himmel zu fahren. Heute ziehen Pilger mit Palmenzweigen am Palmsonntag durch das Löwentor in die heilige Stadt ein. Und weil zur Zeit Jesu so viele falsche Messias auftraten, hat Jerusalems damalige Obrigkeit nach dem Einzug Jesu, so sagt es die Geschichte, das goldene Tor einfach verschlossen, damit keiner mehr durch dieses Tor einziehen konnte, um hinterher sagen zu können, er sei der erwartete Messias. Das goldene Tor wurde von da an nur noch am Versöhnungstag für den hohen Priester geöffnet, wenn er mit der roten Kuh zum Ölberg zog. Als im Jahre 70 der Tempel von den Römern zerstört wurde, durften danach die Juden nicht mehr Jerusalem betreten. Damit blieb auch das goldene Tor bis heute verschlossen. Im 6. Jahrhundert haben Pilger das Tor bereits zugemauert gesehen. So wie es auch auf der Madaba-Mosaikkarte zu sehen ist. Übrigens, ein Mosaikreplika davon befindet sich in unserem NRI-Büro. Im Jahre 1867 fand der britische Archäologe Charles Warren das goldene Tor, das aber mit einem 12 Meter hohen Schuttberg zugedeckt war, den die Moslems vor das Tor hingeschüttet hatten, um damit die Erinnerung an den wiederkommenden Messias zuzuschütten. Warren legte in zweijähriger Arbeit das goldene Tor wieder frei. Doch die Moslems gaben nicht auf, denn sie wussten, dass der Messias ein hoher Priester ist, der mit keinen Toten in Berührung kommen darf. So begruben sie von da an vor dem goldenen Tor ihre Toten, in dem Glauben, dass der Messias nun nicht kommen kann, weil er wegen der Gräber nicht durch dieses Tor darf. Was Moslems aber immer noch Angst einflößt, das ist, dass mehr als woanders im goldenen Tor Blitze einschlagen. Das ist für sie ein Omen, dass ein Blitz einmal das goldene Tor öffnen wird. Die Juden nannten dieses Tor Tor der Barmherzigkeit. Und weil die Jerusalem-Pilger dieses Tor so schön fanden, nannten sie es in Lateinisch Porta Speciosa, goldenes Tor. Der Prophet Hesekiel sah in einer Vision das goldene Tor, denn es heißt in Hesekiel Kapitel 44, die Verse 1 bis 2, ich lese, und der Herr führte mich nach dem gen Osten gerichteten Tor. Da sagte der Herr, dieses Tor soll verschlossen bleiben,
weil der Herr, der Gott Israels, hier eingezogen ist. Daher, ihr Lieben, darf und kann allein der Herr dieses Tor wieder auftun. Und das war's für heute aus Jerusalem. Schön, dass Sie uns zugesehen haben. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir Ihnen Neues und Hintergründiges aus Zion präsentieren. Machen Sie es gut. Shalom. Israel heute, das Nachrichtenmagazin aus dem Heiligen Land. Unsere Redaktion im Zentrum Jerusalems recherchiert für Sie das aktuelle Geschehen objektiv, kompetent und aus biblischer Sicht. Erfahren Sie aus erster Hand, was Israel bewegt. Israel heute ist Ihr direkter Draht nach Zion. Auf der Internetseite www.israelheute.com erfahren Sie, was passiert. In den Israel heute Fernsehsendungen sehen Sie, wie es passiert, und in der Zeitschrift Israel heute lesen Sie, warum es passiert. Bestellen Sie das Israel heute Magazin gleich jetzt unter der kostenlosen Sondertelefonnummer 00800 60 70 70 60. Für nur 48 Euro im Jahr erhalten Sie 11 Ausgaben der Zeitschrift und dazu den neuen Israel Pass mit wertvollen Hintergrundinformationen. Zudem erwarten alle Neuabonnenten attraktive Prämien. Infos zu den wechselnden Angeboten finden Sie unter www.israelheute.com. Israel heute bringt auch das, was andere weglassen.